Hallo meine lieben Freunde, heute wieder bei einem Let's Gaming von Loco. Diesmal seht ihr aber auch noch das Startbild. Ich werde diesmal nicht wieder online, sondern diesmal alleine machen und ich werde die Mission fortführen, wie ich versprochen habe. Naja, gehen wir mal rein. Gut, bei der Mission wird es so aussehen, dass ich glaube ich jetzt glaube ich, dass ach ja, genau. Man kann ja nochmal einen Hero wechseln, also die alle erlaubt sind. Muss man einfach dann da machen. Wenn ihr das wollt, dass ich irgendeinen anderen Hero nehme, bitte schreibt es in die Kommentare. Und jetzt mache ich mal weiter. Ich muss jetzt wahrscheinlich die Tutorial-Mission nochmal dann spielen. Einfach so, glaube ich. Aber dann seht ihr zumindest das Tutorial schon mal. Wird, glaube ich, lustig sein, weil ich mag eher das Tutorial schon. Weil da eher solche Noobs dabei sind und man kann sich, glaube ich, auch dabei ziemlich gut leveln. Ja. Naja, bis es endlich offen ist, da. Ah, jetzt kommt schon. Ganz gut, wie immer. Ja. Ich werde dieses Let's Gaming vielleicht. Ah, habe ich schon angefangen. Werde ich vielleicht. So, werde ich vielleicht früher aufgeben, beziehungsweise aufhören. Weil ich da noch was anderes machen muss, also das tut mir da für leid. Nur damit ihr schon mal wisst, dass ihr euch nicht wundert, warum es so kurz ist, weil ich da beschwert. Und ja, mehr brauche ich auch nicht. Ach ja, lest euch immer diese Tipps hier durch, weil selbst weiß ich auch noch nicht alles. Ich habe auch erst herausgefunden mit X das Informieren. Also merkt euch das einfach oder schreibt's auf oder ihr kriegt immer wieder einen Tipp. Ja. Es geht gleich los. Auf jeden Fall, so sieht das Hintergrundbild aus von der ersten Mission. Die erste Mission läuft so ab, dass man die ganze Zeit Z drücken soll, also immer wieder zurückgehen muss. Also so interessant ist es auch wieder nicht, aber es ist ziemlich lustig. So für alle die sich mal leveln wollen, ein bisschen. Also Account Level. Ja. Dieses Mal aber. Ach, stimmt, habe ich schon. Entschuldigung. Ach ja, genau. Noch eine neue Nachricht. Ich habe ja gesagt, dass ich Minecraft Let's Play machen werde. Das muss ich leider zurücknehmen, weil. Ich wollte es gerade eben starten, aber irgendwie habe ich dann herausgefunden, dass Minecraft bei mir da gerade buggt. Aus diesem Grund muss ich dann was versuchen. Irgendwie zeigt es mir ah, jetzt. Ja, also damit ihr euch dann nicht wundert bzw. aufregt. Falls ihr das eigentlich gar nicht wolltet, dass ich Minecraft Let's Play mache, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und irgendwie nervt es dann. Ja, jetzt. Den Cruiser da. Jetzt könnt ihr alles mitlesen, dann müsst ihr selbst das Tutorial nicht mitmachen. Dafür mache ich es ja für euch. Da, um den Cruiser bzw. die Maus frei zu bewegen, drückt die Alt-Taste. Hier, die Maus. Normale Alt-Taste ist links neben der Leertaste, falls es keiner wusste. Dann, ja, das ist eigentlich logisch. Da müsst ihr aber hier die Pfeile gehen. Hier, bis dorthin. Dann wieder den Cruiser frei machen und wieder das machen. Um den Cruiser, ja, und man kommt das wieder schließen. Das Bild ist eigentlich unwichtig, aber falls euch gefällt oder so, dann halte ich mal in der nächsten Zeit an. Dann, ach ja, da kann man F drücken, Tempo und Schwachwind. Ja, da, das. Ja, jetzt kommt es, weil wenn man das mal XP verdient, dass man das da macht. Und ich muss jetzt leider schon wieder abbrechen, weil ich jetzt wohin muss. Auf Wiedersehen, Leute, und es tut mir echt leid. Ich tue aber gleich weitermachen. Bis dann.